Die Handball-Europameister dürfen derzeit einfach alles. Beim Ball des Sport sangen sie ihre Version von Atemlos als Ständchen für Helene Fischer, weil diese gerade die goldene Kamera bekommen hatte. Abschluss einer Partywoche für die Nationalmannschaft. Das ist schon wie so ein kleiner Rausch, man schwebt auf so einer kleinen Wolke. Und es ist natürlich so, dass man das genießt hier und eben auch weiß, dass der deutsche Handball ein bisschen aus seinem Schattendasein der letzten Jahre raustritt. Ich glaub's nicht, alle sind da. Super! Bundespräsident Joachim Gauck begrüßte die Handballer auf dem roten Teppich. 1500 Gäste feierten die Mannschaft anschließend in Wiesbaden bei Europas größtem Sport-Charity-Event. Wir begrüßen Rune Damke, Christian Dissinger, Simon Ernst, Steffen Feld. Das DHB-Team hat die Herzen der deutschen Sportfans erobert. Julius Kühn. Das war so ein ähnliches Erlebnis für mich am Fernsehen wie damals bei den Fußballern in Brasilien, als es irgendwann 7-1 hieß gegen einen Weltmeister. Und hier gegen Spanien habe ich gedacht, nein, das geht doch nicht. 3 Tore, 4 Tore, das muss doch schlimm enden. 5 Tore, 6 Tore und dann 7. Naja, und dann konnte ich es endlich glauben. Und dann passieren eben diese wunderbaren Dinge, dass Menschen über sich hinauswachsen. Wow. Zweites Highlight des Abends. Franziska van Almsick zog 12 Jahre nach dem Karriereende noch einmal ihren Badeanzug an. Gemeinsam mit Hagen Stamm, Roland Mattes, Michael Groß und anderen Legenden schwamm sie quer durch den Ballsaal. Und das im selben Badeanzug wie vor 12 Jahren. Auf geht's, Franzi! Oh, lange Unterwasserphase. Sah es gut aus? Sah super aus. Das ist die Hauptsache. Es geht ja Gott sei Dank jetzt so in meinem Alter nicht mehr um Zeiten. Jetzt geht es nur noch darum, gut auszusehen. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Ich wollte nur in diesen scheiß Badeanzug passen. Sichtlich gut amüsierte sich auch Bundespräsident Gauck, hier mit Franzi van Almsick und Maria Höfel-Riesch. Erstmals in seiner Amtszeit eröffnete Gauck den Ball des Sports, natürlich mit dem klassischen Walzer, zusammen mit Lebensgefährtin Daniela Schad. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, der 46. Ball des Sports in Wiesbaden 2016. Ich bin ja nicht der große Ballbesucher und hatte mir vorgestellt, es wird sehr lang und anstrengend. Und dann diese innovativen Ideen, hier das Wasser in einen Ballsaal zu bringen und die super Sportler zu sehen, darunter solche, die vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, Medaillen geholt haben, das ist super. Als musikalischer Top-Act führte Adel Tawil die Aftershow-Party an. Für die deutsche Sporthilfe und die Förderung des Spitzensports ist der Ball der wichtigste Abend des Jahres. Ein hoher 6-stelliger Betrag kommt jedes Jahr zusammen. Dabei helfen auch die Athleten mit. Die Marathonstaffel erschwamm auf 1000 Bahnen bis tief in die Nacht 50.000 Euro.